So, wie man sieht, ich bin im Bimenji. Heute werden wir also den neuen Minivan testen. Ich weiß nicht, ob einige von euch das schon mitbekommen haben, dass das neue Update herausgekommen ist. Werden wir auf jeden Fall heute mal ausprobieren, wie gut der Minivan ist. Bin mal gespannt. Muss erstmal gucken, ob alles funktioniert mit Livestream. Scheint aber so ohne Probleme alles zu funktionieren. Chat ist auch offen. Monster Energy wird aufgemacht. Und dann probieren wir mal aus, wie viel dieses Auto überhaupt aushält. Heißt, wir machen einen Stiftung Made by John Test heute. So ein bisschen TÜV-mäßig unterwegs. Ah, noch ein Schluck. Gut. Wie man sieht, wir sind auf der Map Industrial. Und ein paar Sachen können wir hier, denke ich mal, ganz gut drauf ausprobieren. Hier gibt es so ein paar gewisse, ja, nicht so gute Straßen, sagen wir mal so, wo wir ein paar Sachen halt ausprobieren mal können. Aber wir fahren hier mal durch. Also auf jeden Fall, wir gucken uns den Minivan erstmal an, würde ich sagen. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich steige einfach mal aus. Gucken. Also wir haben auf jeden Fall eine Schiebetür, die extrem gut animiert ist bei dem Auto. Man sieht hier, ist echt extrem gut gemacht. Kofferraum geht auch auf und zu. Ich habe aber in den letzten Tagen gemerkt, wo ich das Auto gefahren bin. Wenn es auf dem Hügel steht, geht das nicht auf und zu. So. Noah Slender, moin. Tony Games, moin. Hab mir heute auch Bemenji gekauft. Ich liebe das Spiel. Ist auch total geil. Ich habe das Spiel schon seit Jahren. Und es kommt immer wieder Neues dazu. Das wird einfach nicht langweilig. Ich meine, okay, wenn man es jetzt eine ganze Woche lang am Stück die ganze Zeit spielt, irgendwann wird es langweilig. Vor allem, wenn man es so lange hat wie ich. Aber es ist halt ein Spiel, was irgendwie. Es kriegt ja immer wieder Updates, heißt, es ist richtig geil. Das wird nie wirklich langweilig, das Spiel bisher. Und das Spiel ist immer noch. Obwohl ich das schon so lange habe, spiele ich es immer noch regelmäßig. Das ist echt heftig. Richtig geiles Game, muss man einfach sagen. So, wir machen mal die Motorhaube auf. Guck mal, was unter der Haube ist. Oh. Ja, nicht besonders groß ist, glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das ein Sechszylinder oder ein Vierzylinder ist. Aber ich glaube mal 3,3 Liter, denke ich, sind das mal. Gehe ich mal von einem Sechszylinder aus. Einem, ja, eher kleinen, aber mittelgroßen Sechszylinder. Kurz auf der Seite gucken. Tür geht auf und zu. Okay. Was ich gleich auf jeden Fall mal machen wollte, ist einen zweiten Minivan spawnen. Und dann machen wir mal einen kleinen Auffahrunfalltest. Komm, das machen wir direkt mal als erstes. Erstmal kurz Tür zumachen. So geht die Tür zu. So macht man die wie ein Profi so. Das ist ganz wichtig. Reifengeräusche haben sie übrigens ausgeändert. Man hat es wahrscheinlich gerade eben gehört. Gibt es das Handyspiel als Handyspiel? Nee, das gibt es leider nicht als Handyspiel. Wäre, glaube ich, viel zu viel fürs Handy auf jeden Fall. Aber wir spawnen mal. Also, wie man sieht, es gibt ja verschiedene Varianten. Es gibt Facelifted-Variante, Sport-Variante, All-Wheel-Drive-Variante, EU-Variante. Nehmen einfach den hier mal, würde ich sagen. Gibt sogar das Taxi, das ist wie das GTA 4-Taxi. Ich glaube, das gibt es sogar in GTA 5, glaube ich, das Taxi. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Kurz gucken. So ist denn das. Gut. Ja, machen wir mal einen kleinen Auffahrunfalltest. Wir fangen mal an mit. Ich habe mir ein Tempomat. Wir fangen mal mit der Niedrigstgeschwindigkeit an, die das Tempomat so gibt. Heißt 30 km/h. Mal gucken, was dann passiert. Wichtig, wir pausieren das Spiel mal eben ganz kurz. Und mit der fünften Kameraperspektive können wir aus der Perspektive mal eben machen. Ist bestimmt lustig, das aus der Perspektive zu sehen. Oh. Joa. Drück mal die Bremse, Tempomat wieder aus. Ich habe gemerkt, tatsächlich, das Auto ist an sich richtig stabil. Der Kühler geht halt nur sehr schnell kaputt. Der platzt dann halt sofort beim Auffahrunfall. Was ich auch herausgefunden habe, der Kofferraum, den sollte man jetzt nicht aufmachen. Geht gar nicht mehr auf. Ah, ne, doch. Doch nicht, geht nicht auf. Ne, okay. Wenn man den jetzt aufmachen würde, aber an sich, der wird nie wieder zugehen. Das würde einfach nicht gehen. Das Schloss ist sofort kaputt. So, was können wir noch ausprobieren? In die Seite fahren als nächstes? Oder was sagt ihr? Machen wir mal so. Erstmal. Ups, ich glaube, das war der Spiegel. Die Reifen-Quietschgeräusche sind lustig, die neuen. So.
Fahren wir mal an die Seite, so mit ungefähr 30 km/h. Ups. Habe ich nicht gesehen, das Auto. Boah. Motor aus. Ah, sieht noch in Ordnung aus, die Front. Die Seite sieht aber nicht mehr so gut aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Tür. Die Tür kriegen wir auf, okay. Die Türen auch wieder zukriegen. Okay, die geht zu. Ich glaube, damit wir die Tür hier aufkriegen, müssen wir mal kurz von innen aufmachen. Gott. Okay, es geht irgendwie so halbwegs auf. Wenn die später Airbags implementieren, wäre richtig nice. Bin ich genau der gleichen Meinung. Airbags würden noch fehlen. Das wäre richtig geil, Airbags. Ups. Oh. Ich glaube, wir haben keine Tür mehr. Gibt Punkteabzug, würde ich sagen. Scheiße. Ah, warte mal, wir müssen mal den Motor schrotten. Das kriegen wir eigentlich ganz schnell hin, glaube ich. Erstmal will ich hier mal durchfahren. Machen wir mit der Parkbrake. Oh, da ist irgendwas zugegangen, glaube ich. Irgendeine Tür, glaube ich. Mal ein bisschen Slalom hier durchfahren. Ups. Oh. Das Lenkrad richtig fest. Fühlt sich irgendwie nicht so an. Aber es war wirklich nicht richtig fest. Ups, hat nicht gepasst. Also auf der Seite ist es komplett lose. Scheiße. Oh. Fahren wir hier mal runter, mal gucken, was passiert. Das Auto aus, das aushalten wird. Oh. Ist aber noch ganz, so halbwegs das Auto. An sich ein sehr, sehr stabiles Auto. Können auch gleich mal Dixi-Klo spawnen, würde ich sagen. Ups. So, put in park. Ah, das Rücklicht ist kaputt. Geht tatsächlich. Ist ein sehr stabiles Auto bisher. Was für ein Lenkrad hast du? Das müsste, glaube ich, in der Beschreibung sein, bin ich der Meinung. Das Logitech G920. Müsste 290 ist, also G29 0 290 ist das, glaube ich, so. Ich komme da mal ein bisschen durcheinander, wie man gerade gemerkt hat. Ist aber ein ziemlich lautes Lenkrad. Ich kann die, oh, wie heißen die? Die Trustmaster Lenkräder, die guten, kann ich mehr empfehlen. Wenn man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, dann kann man sich das holen. Ist ruhiger, viel, viel ruhiger. Die Nachbarn freuen sich auf jeden Fall. Und ist vom Force Feedback her geiler. Das Lenkrad hier, das große Problem mit dem Lenkrad hier ist, erstmal, es ist saulaut, freuen sich nicht immer alle drüber. Und das Mikrofon, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf den Tisch stellen würde, hier ganz normal, das würde so extrem derbe laut sein. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Beschweren sich immer alle. Ich muss immer bei Discord eine Geräuschunterdrückung anhaben, ansonsten ist es so sogar schon zu laut. Und ich weiß nicht, man sieht das, glaube ich, so nicht. Das Mikrofon steht hier an der Seite. Es halbwegs provisorisch auf dem Stativ. Habe immer noch kein richtiges Mikrofon. Ich glaube, das war zu weit. Mal ganz kurz die Zoom-Taste. So. Wir fahren das Dixi-Klo einfach mal um. Ups. Wortwörtlich scheiße. Ja. Wie kann man eigentlich die Geschwindigkeitsanzeige unten rechts auf km/h umstellen? Man geht hier auf Optionen. Und ich glaube, Gameplay ist das. Ich muss mal selber ganz kurz gucken. Nee, hier ist es tatsächlich nicht. Bei anderen vielleicht. Ich wusste das mal. Benutzeroberfläche. Ja, bei Benutzeroberfläche und dann Einheitensystem auf metrisch oder Metric umstellen. Das ist das Richtige. Dann. Okay, ich suche ein Lenkrad und morgen ist ja Amazon Prime Day. Ach, hast recht, ist ja morgen. Glaube ich. Bin da gerade gar nicht so drin. Ja, auf jeden Fall. Das Logitech in meiner Beschreibung ist, sag ich mal, für das Geld ist es mega gut. Es ist wirklich richtig geil. Wenn man ein bisschen mehr Budget hat, dann würde ich aber die Trustmaster Lenkräder empfehlen, definitiv. Und also ich werde erstmal zwar nicht upgraden, aber wenn ich Geld übrig habe dafür, dann würde ich wahrscheinlich mir auch einen Trustmaster holen. Aber erstmal ist wichtiger, das Geld in andere Dinge zu investieren. Zum Beispiel ein anständiges Mikrofon und bessere PC. Mein PC kommt sehr schnell an seine Grenze, habe ich gemerkt. Jetzt vor allem, wenn man Livestreams und Videos macht, der PC reicht einfach nicht aus. Ups. So, jetzt will ich nochmal richtig das Dixi-Klo umfahren, wirklich mit Full Speed. Deswegen respawnen wir mal das Dixi-Klo irgendwo auf einer
langen Straße hier am Ende am besten, würde ich sagen. Ich glaube, dann stellen wir gleich mal ein paar mehr Dixie-Klos hin, oder? Aktuelles Klon. Stellen wir zwei hier so hin. Gibt ja auch noch mehr Sachen. Wir können ja noch mal was irgendwas. Also erstmal würde ich sagen, drei Porta-Potties, also drei Dixie-Klos. Und dann stellen wir gleich noch irgendwas anderes einfach dahin. Machen wir mal so ein bisschen im Bowling-Style. Ich würde sagen, das gibt gleich einen Strike. Und dann fahren wir da einfach mal hin. Mit umgeklappten Spiegel, wie man sieht. Fahren wir mal. So. Ah, die quietschenden Reifen sind auf jeden Fall lustig. Ich respawn, glaube ich, die Karre gleich mal. Bevor wir da über die Dixie-Klos fahren. Erstmal eine kurze Abkürzung hier. Oh fuck, was war das denn? Oh. Oh, die Achse ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das Lenkrad ist gerade. Der Reifen entscheidet jetzt selbst, wo er lang will. Wir respawnen einfach mal am besten die Karre. Ansonsten kommen wir gar nicht mehr an. Gut, jetzt haben wir die ganzen Dixie-Klos einfach mal um. Ich frage mich, ob das Auto überhaupt irgendwie beschädigt wird, gleich. Bin ich mal gespannt. Könnt ihr ja gerne mal in den Chat schreiben, was ihr denkt. Ob das Auto gleich beschädigt wird durch die Dixie-Klos. Fahrt einfach direkt mal los. Ich denke, da wird ein bisschen was an der Stoßstange kaputt sein, höchstens. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht an der Motorhaube noch eine kleine Beule. Denke ich zumindest. Okay, wir fahren 120. Ich denke mal 130. Ja, 130 haben wir bis dahin drauf. Und. Oh! Also, erstmal von den Dixie-Klos ist nicht mehr viel übrig. Die Motorhaube ist komplett im Arsch. Die Stoßstange ist komplett im Arsch. Sogar der Kotflügel hat auch ein bisschen was abbekommen, glaube ich. Ja. Kann man mal machen. Ich steige mal aus. Ups. Motorhaube, Hood Release. Oh, Tatsache, geht noch. Geht alles noch. Oh, Scheiße, geht nicht zu. Oh, doch. Einfach rausspringen, das ist die Lösung für alles. Ja, wir fahren mal mit dem Auto jetzt dahin. Ups. Ups. Vorher fällt mir gerade noch was ein. Wir fahren da noch mal rein. Was ich auch jetzt mittlerweile in dem neuen Update ziemlich lustig finde, ist, man kann die ganzen Anhänger. Ich habe die immer mit den Notes so aneinander gemacht, bin mit irgendwie sechs Anhängern oder so rumgefahren. Mittlerweile haben die so eigene Anhängerkupplung. Heißt, man kann mit zu vielen Anhängern hintereinander einfach rumfahren. Was ich immer manuell mit den Notes einfach verbinden musste. Das geht jetzt einfach richtig easy. Finde ich, haben die richtig gut gemacht. Also das Update hat schon so ein paar positive Sachen mit sich gebracht, finde ich. Aber es ist halt kein wirklich großes Update. Man kann sich auch natürlich, also viele haben auch den Minivan kritisiert. Ich finde es geil, dass wir einen Minivan haben von der Qualität her, also von der BMG Developer Qualität. Aber ich kann mir natürlich auch tausend bessere Autos vorstellen, die sie hätten rausbringen können. Aber naja, man sucht sich ja nicht aus und das Spiel wird trotzdem immer besser. Mal schön durch die Dixie-Klos fahren. Aber wir bremsen mal. Ups, ich sehe nichts. Ups. Oh, der Scheinwerfer ist kaputt. Gott. Okay, hier können wir die Karre respawnen. Mal gucken, was kann man noch spawnen? Also, es gab auf jeden Fall noch andere Sachen, die ja dazugekommen sind, die wir vielleicht da als Hindernis hinstellen können. Ein Motor. Ich glaube, das ist ein bisschen zu brutal, oder? Wenn wir da jetzt einen Motor einfach hinstellen würden. Ich finde, den wäre irgendwie trotzdem nice. Ich finde den auch echt nice. Muss ich ehrlich sagen. Es gibt natürlich bessere Autos, also es gibt natürlich bessere Autos, die sie hätten machen können. Aber ich finde es trotzdem mega geil. Ich mag den Van, den Minivan total gerne. Ich fahre mit denen in letzter Zeit immer richtig oft. Was war denn das? Was gab es denn noch neu? Rollover Sled.
Die Badewanne, wo ist denn die Badewanne? Ach da, die habe ich gesucht. Eine Badewanne stellen wir hier mal hin. Die stellen wir aber mal. Ich frage mich, was passiert, wenn wir die hier aufs Auto knallen lassen? Ah, eine kleine Beule. Nichts Dramatisches. So. So, fahren wir mal die Tür ab. Ups. Ob die Tür noch zugeht? Tatsache. Das nenne ich High Quality. Ups. Ah, die erste Badewanne. So, jetzt machen wir mal den nächsten Test. Erstmal will ich den Spiegel wieder zurechtbiegen. Ja. Passt. Wir fahren so. Hier vorne ist so eine kleine Offroad-Strecke. Wir können mal gucken. Also, das ist jetzt die Frontantrieb-Variante. Heißt jetzt nicht so unbedingt geländetauglich. Ich meine, das Auto ist sowieso nicht besonders geländetauglich. Wir probieren einfach mal aus, ob wir so durchfahren können. Boah. Scheiße. Oder ob wir gleich stecken bleiben oder die Karre komplett zerfetzt. Es hört sich nicht gesund an, würde ich sagen. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, die Karre ist doch gleich komplett im Arsch. Wir fahren hier in der Mitte durch. Ich glaube, die Ölwanne ist auch gleich durch. Okay. Heckstoßstange ist so ziemlich ab. Ah, Frontstoßstange auch beschädigt. Ich glaube, die Achse hat ganz schön was abbekommen, muss man ehrlich sagen. Aber tatsächlich echt nicht schlecht. Wir fahren aber noch mal eine zweite Runde durch. Zweimal antippen für ein Lied weiter. Man hört die Musik wahrscheinlich gar nicht. Aber ich höre sie ganz, ganz leise bitte. Oh fuck. Oh Gott. Das war ein bisschen doller. Dann fahren wir mit Vollgas durch. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja. Machen wir mal manuelles Schalten ein bisschen. Oh Gott, Ölwanne beschädigt. Ja, darauf habe ich gewartet. Ich glaube, jetzt macht die Karre sowieso nicht mehr lange. Oh Gott, ist der im Arsch. Ja, ich glaube, der gleich gibt er ganz auf. Wenn die Ölwanne im Arsch ist, haben wir gleich kein Öl mehr. Und dann geht der Motor kaputt. Gucken, kann man mit dem so driften? Okay, ja, kann man. Oh Gott, oh, scharfe Kurve. Mal gucken, ob wir es noch für den nächsten Test hier schaffen. Da ist so eine riesige Kante, wo wir gleich rüberfahren können. Das ist also wie so ein Schlagloch im Prinzip. In echt groß. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Aber mal gucken, ob wir da überhaupt noch ankommen oder ob der Motor vorher schon aufgibt. Sollte eigentlich an sich nicht lange dauern. Und ich höre das ja auch leider nicht. Oh fuck. Kommt es mir so vor, da ist das Schadensmodell besser geworden. Ich würde sagen, das ist nur bei der Karre hier. Ist mir auch aufgefallen, ist sehr gut bei dem Auto hier. Ziemlich realistisch geworden. Aber bei den anderen Autos ist es eigentlich immer noch so wie vorher. Aber die haben es trotzdem an sich sehr gut verbessert, würde ich sagen, über die letzten Updates so. Und was mir aber irgendwie aufgefallen ist, was ich ganz komisch finde, ist, dass die NPC-Autos irgendwie ziemlich weich sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Auto genau dem Minivan rauffahren würde, wäre der nicht so eingedrückt. Wenn ich aber einem NPC-Minivan, der exakt der gleiche ist, hinten rauffahren würde, wäre er komplett eingeknickt. Das habe ich schon ausprobiert. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Das können wir gleich sonst vielleicht mal ausprobieren. Und? Ach ja, die Kante meine ich übrigens. Da konnten wir so rüberfahren.
Erster Gang. Boah, irgendwie fährt sich die Karre nicht mehr so gut. Ja, ich glaube, wir haben Pistenwing-Damage oder was stand da gerade? Hört sich nicht so an. Okay. Oh Gott. Ja. Also, dass das Auto noch fährt, ist ein Wunder. Ups. Die Autos verhält er nicht mehr so einfach beim Crash, aber auch irgendwie. Ja, das ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war, habe ich das Gefühl. Aber die haben echt viel über die letzten Updates und Bugfixes und sowas, haben die ganz schön viel gefixt, habe ich das Gefühl. Bekommt zwar nicht immer alles mit, aber irgendwann fällt es einem so ein bisschen auf, dass alles irgendwie ein bisschen besser wird. Ja, die machen das immer still und heimlich so ein bisschen mit den Bugfix-Updates. Wie heißt es zum Beispiel, das Force-Feedback von dem Lenkrad haben sie auch ein bisschen angepasst. Fällt mir nicht so doll auf, aber wenn man nachliest, dann sieht man es halt und dann merkt man halt auch so ein bisschen den Unterschied, finde ich. Aber es ist halt kein großer Unterschied. Was ein großes Problem mit dem Lenkrad, mit dem Logitech G29 war, ich weiß nicht, ob das mit den anderen Lenkrädern auch so schlimm war, ist, dass wenn man einfach lenkt und dann loslässt, dann wird das immer so klung, klung, klung hin und her einfach gehen, das Lenkrad. Das haben sie anscheinend gefixt, das ist nicht mehr so bisher. Hatte ich seitdem nicht mehr. Seit dem letzten Update. Ich muss einfach mal sagen, dieses Auto ist ein Wunder, dass es noch fährt. Also werden wir jetzt noch. Oh! Ich wollte gerade sagen, wenn wir es noch bis zu den anderen Autos schaffen, ist ein Wunder. Es ist definitiv, weil das Auto klickert schon wie ein Diesel. Ich würde sagen, wir haben gerade ein Upgrade zu einem 1.0er TDI gemacht. Engine Torque Reduced. Das ist ein schlechtes Zeichen. Habe ich mir so sagen lassen. Oh oh. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Der gibt jetzt jeden Moment auf. Oh. Bleib an, Motor. Oh Gott. Ich habe meinen ersten. Zweiter. Erster. Zweiter. Ist da noch die Tür ganz? Ja. Ups. Oh, und jetzt ist der Motor defekt. Also es hat ja perfekt gereicht. Check Engine Light. Ich frag mich wieso. Sogar das Dixie-Klo konnten wir noch umwachsen. Hat sich gelohnt. Okay. Ist ein gutes Auto, würde ich jetzt sagen. Die ganzen Dixie-Klos. Oh fuck. Respawn. Was kann man denn jetzt noch für Tests machen am besten? Ups. Welcher davon ist besser? Der andere. Also nehmen wir den jetzt hier mal. Ich will mal die anderen Autos auch noch testen. Aber erstmal. Ach komm, wir probieren erstmal die Minivan 2 aus. Was kann man denn jetzt Probe fahren? Rallye-Variante haben die sogar. Sportvariante. Ich will mal die Sportvariante ausprobieren. Frage ist nur, welche Sportvariante? Sagen wir, probieren den hier mal aus. Ob der auch so Offroad-tauglich ist? Oha. Ich hab meinen Dings-Mod gar nicht mehr drin. Repositorium? Nee. Mod Manager. Finde ich das jetzt hier so? Nee. American. Aktivieren. License Plate Design. Wir müssen Washington, glaube ich, war das. Ja, Washington Plate Design.
Ah, scheiße. Muss man ganz kurz nach dem Original gucken. Okay, den findet man so nicht. Schade. Hat sich also erledigt. Aber an sich. Perfekt. Machen wir mal einen kleinen Offroad-Test, würde ich sagen. Boah, Alter, hat er viel Leistung. Ja, erstmal, okay, ich muss erstmal. Ach ja, Allrad hat er auch, wie man merkt. Fahren wir weiter in den Kreis. So. Schon mal die Versicherung anrufen. Es gibt gleich einen Schadensfall. Und es wird nicht gerade billig. Okay, zack, Abfahrt. Oh Gott. Oh mein Gott, oh Scheiße. Ja, was soll man sagen? Offroad-Test nicht bestanden. Ich frag mich, wieso. Warte mal. Motor mal ausmachen. Hinstellen. Kupplung fliegen lassen bringt leider auch nichts. Oh, das Lenkrad hüpft gerade ein bisschen hin und her. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir haben uns hier festgefahren. Ach, weil die Karre so tief ist. Natürlich, deswegen kommen wir hier nicht raus. Machen wir mal so. Okay. Abfahrt. Gott. Fährt doch noch. Oh. Ich glaube, das mag doch nicht so wirklich. Boah, was war das denn? Scheiße, oh. Irgendwie sieht das jetzt doch nicht mehr so gut aus, das Auto. Probier mal Wasser aus. Upsa, war die Badewanne. Wir fahren mal mit Vollgas hier gleich durch. Und dann will ich mal die Dixie-Klos umfahren. Mit über 200 auf jeden Fall gleich. Okay. Dann machen wir das Experiment mal. Mal gucken, wie kaputt das Auto ist. Geht dabei. Oh Gott. Boah. Ist ein bisschen zerfetzt, würde ich sagen. Oh, sogar die Seitenscheiben sind kaputt gegangen. Oh. Ich glaube nicht so gut. Ups. Sorry. Okay. Wird Zeit für ein neues Experiment, würde ich sagen. Aktuelles entfernen, so. Wie spawnen wir die Dixie-Klos alle mal? Ach, wir können auch so machen. Andere entfernen. So, jetzt ist nur noch das Auto da. Wir brauchen jetzt so einen mit Allrad. Das ist sehr wichtig, glaube ich. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Wir nehmen einfach mal den hier, würde ich jetzt sagen. Ja, wir nehmen den hier einfach mal. Dann mache ich einfach mal die Anhängerkupplung ran. Towage. Kurz was suchen, so. Oha, sogar Texas. Und dann machen wir mal ein paar Anhänger hier ran. Large Box Utility Trailer. Ich weiß nicht, ob das mit dem geht. Mit dem kleineren, mit dem Box Utility Trailer müsste das aber an sich gehen.
Spawn you. Gott. Muss man das extra ranmachen? Towage, Tatsache. Receiver Hitch. Okay, jetzt haben wir einen Anhänger hinten dran. Eine Anhängerkupplung hinten an dem Anhänger dran. Oh. Dann will ich das Ganze klonen. Oh, das wird, glaube ich, lustig. Wie viele machen wir denn? Drei? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit drei an. Aktuelles Klon. Das hätten wir mal stattdessen einfach erstmal ein Sofa rausmachen sollen für den Anfang. Weiß ja gar nicht, ob der das überhaupt hält. Okay. Let's Flaming, moin. So. Oh, warte. Ah, oh, ich kann da. Ups. Vielleicht sollten wir die. So. Oh, der war weg. Es sieht auf jeden Fall witzig aus. Ich wette, es geht keine 2 Minuten gut. Ja, das glaube ich irgendwie auch. Das Gefühl habe ich auch. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, ob das Auto das überhaupt das ganze Gewicht ziehen kann. Parking Brake? Das arme Auto. Oh Gott. Halt mal den ersten. Wir schalten mal lieber ein bisschen manuell. Also. Das sieht lustig aus. Wie so ein Güterzug. Oh Gott, ey. Okay, wir fahren einfach mal. Mal gucken. Wir werden schon merken, glaube ich, wenn das sich hinten dreht, weil dann wird das ganze Auto die Kontrolle verlieren. Kupplung freut sich. Ist zum Glück ein Automatikgetriebe. Ich glaube, in dem Fall freut sich der Wandler. Aber ich bin froh, dass ich kein manuelles Auto gerade fahre. Ansonsten wäre das, glaube ich, ein bisschen kritisch. Das wird sich wirklich die Kupplung freuen. Ich glaube, die wird verschmoren. Wir können das ja gleich mal mit normalem Getriebe ausprobieren. Dann gucken wir mal, wie das mit der Kupplung so funktioniert. Es kommt schon ins Schwanken. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Oh mein Gott. Och, ich habe ja ganz vergessen, ich muss auch bremsen. Oh, Scheiße. Oh, nee. Es sieht auf jeden Fall witzig aus. Es sieht richtig lustig aus. Oh, fuck, was war das denn? Es sieht so derbe witzig aus. Jetzt fahren wir mit den scheiß Anhängern einfach Offroad. Ach du Scheiße. Mal eine Fallbremsung machen. So. Hier mal die Kameraperspektive 5 anpassen. Machen wir mal Kameraperspektive 5. 2 ist, glaube ich, in. Dann können wir zwischen 2 und 5 immer hin und her switchen. Machen wir mal so. Oh Gott, ich glaube, da sind Straps gerissen. Also Ladungssicherung ist jetzt nicht mehr so. Ich muss auch schalten. Oh. Huch! Das war jetzt nicht Teil des Plans, so wirklich. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich respawne? Respawnen dann alle Anhänger? Tatsache. Sieht auf jeden Fall lustig aus, muss man einfach sagen. Ja, mach mal ein manuelles Getriebe. Versuch mal 100 km/h und dann eine Vollbremsung. Können wir machen. Muss einen ganz kurz dafür. Dann würden wir auch überhaupt auf 5, auf 100 km/h gleich kommen. Aber ich respawn hier mal.
Das sollte reichen. So. Den drei Anhängern. Machen das Ganze nochmal ein bisschen spannender. Ich stelle da mal irgendwas hin, dass ich da bei den Konvoi gerade halten. Wir machen es auch spannender. Ich baue gleich mal ABS aus. Das macht, glaube ich, noch mehr Spaß. Glaube, oh, was können wir denn da hinstellen? Machen wir Soldiert, den anderen Soldiert Lansdale. Also noch ein Minivan hinstellen bei ihm. Ganz am Ende. Versuch hier zum Stehen zu kommen. Nach Gefühl. Also ich drücke dann einfach die Bremse voll durch und hoffe, dass ich rechtzeitig zum Stehen komme. Versuchen wir das Ganze mal so. ABS braucht eh kein Mensch. Weg damit. Ups. Also machen wir gleich mal manuelles Getriebe ran. Erstmal fahren wir so. So, alle ready? Jo, Abfahrt. Schalten manuell. Sonst wird das nicht. Ah, hast recht. Ganz wichtig. Wir haben den wichtigsten Part vergessen. Können wir nicht sogar die Bremse hier? Tire Pressure, Drag Relief, Ride Height. Können wir das hier auch noch entfernen? Ne, okay. Rear Brakes, Front Brakes entfernen. Wir brauchen schon eine Auflaufbremse. So, machen wir raus. Die braucht hier kein Mensch. Das geht auch ohne. Das nächste TikTok-Video ist gesichert. Das würde ich jetzt auch sagen. Oh Gott, ey. Gucken. Okay, wir machen das Ganze jetzt einfach mal. Also, um es festzuhalten. Wir fahren jetzt ein Minivan ohne ABS, aber mit Allradantrieb, mit drei Anhängern, jeweils ohne Auflaufbremse. Eine super Idee. Wir fahren einfach mal los. Abfahrt. Ach du Scheiße. Oh Gott, ey. Das ist eine super Idee. Mal gucken, ich glaube, wir kommen gar nicht auf 100. Scheiße, ich will mit 100 km/h darauf. km/h. 70. Ah, ich glaube, wir schaffen das gar nicht auf 100. Ich mache jetzt eine Vollbremsung. Oh. Huch. Wo ist das eine Gewicht hin? Da waren eben auf dem Anhänger drei von diesen Holzdingern insgesamt, ja. Wie man sieht. Ah, da ist es. Unter Wasser. Vielleicht baust du noch einen Turbo ein. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr als einen Turbo. Aber wir modifizieren das Auto am besten gleich mal. Hat irgendwie nicht ganz geklappt, habe ich das Gefühl. Arme Auto. Wurde zerquetscht an den ganzen Anhängern. Oder ein bisschen nass. Ich glaube, dann platzt der Motor. Wir gucken einfach mal. Hauen alles rein, was geht, glaube ich.
4,4 Liter V8. Race, adjustable Race ECU bauen wir ein. Wir bauen Ultra Heavy Duty Long Block ein. Engine Cover brauchen wir nicht. Stock Mounts halten auch. Stage 3 Supercharger. Scheiße. Ultra High Performance V8 Radiator. Wir machen einfach mal ohne NOS. Mal gucken. Vielleicht klappt's ja. Abfahrt. Ist das gerade ein Allrad-Burnout? Tatsache. 2,4 Bar Ladedruck. Mal gucken, jetzt kommen wir auf 100. Okay, scheiße, wir sind bei 100. Oh. Race Oil Pen, ansonsten wird dein Öl sehr heiß. Ach, für die kurze Strecke reicht's. Oh Gott, die Hinterachse ist ja weggebogen. Also ich bin zwar nicht vom TÜV, aber ich glaube, das sieht nicht so gesund aus. Oh, und das hier erst. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, ey. Das arme Auto. Wir fahren einfach mal ungebremst rein. Erste. Räder dreht schon durch. Ich gebe gerade nur so ein bisschen Gas. Ansonsten haben wir. Jetzt ziehen wir die ganze Zeit einen Burnout. Ah, bessere Reifen hätten wir vielleicht mal nehmen sollen. Wir fahren einfach mal ungebremst rein. Dafür will ich aber die Kamera mal modifizieren. Wir machen die Perspektive einfach. Über 100. Okay, 110. Gleich 120. 120. Oh Gott. Aua. Schaffst du es zu bremsen, wenn nur der letzte Anhänger eine Auflaufbremse hat? Das probieren wir mal aus. Ach du Scheiße, ist das verzogen. Wir sagen lassen, das sieht nicht gesund aus. Oh, das hier erst. Ach du Scheiße. Da ist nichts davon übrig. Das Lenkrad dreht gerade durch. So, wir stellen das Auto wieder hin. Dann wollen wir bei dem mal wieder bremsen ein. Hat wohl doch nicht so ganz ohne Bremsen geklappt. Frag mich wieso. Okay. Ich würde sagen, Abfahrt. Es ist wieder soweit. Burnout. Abfahrt. Komm, zieh. Wir haben Allrad und das Auto kommt trotzdem nicht von der Stelle. Okay, 100 km/h. Ich glaube, wir bleiben mal lieber bei 100. Ich gehe mal vom Gas. Jetzt bremsen wir mal. Ach du Scheiße. Oh. War nicht Teil des Plans so. Ja, irgendwie klappt das noch nicht ganz mit dem Bremsen. Wir versuchen mal irgendwie zu stehen zu kommen. Bei 100 km/h. Ich beschleunige mal bis 100 km/h und dann versuchen wir einfach mal zu bremsen ganz normal.
Okay. Bremse. Tatsache. Funktioniert. Okay, aber es ist halt nicht unbedingt ungefährlich. Was passiert eigentlich, wenn wir rückwärts fahren? Ach du Scheiße. Dann passiert sowas. Ich frage mich auch, was passiert, wenn wir einfach im Kreis fahren die ganze Zeit. Wieder den hintersten Anhänger sehen, Tatsache. Da ist er. Einfach ein Karussell. Vollgas geben. Oh, ich habe eine super Idee. Ich habe wirklich eine absolut perfekte Idee. Dann versuch mal 110 km/h und in die Kurve. Probieren wir gleich auch mal aus. Ganz kurz die Cam wechseln. Oh Gott. Ups. Also können wir weiterfahren. Nur noch ein Gewicht ist da. Oh, jetzt gar kein Gewicht da. Oder doch? Ist tatsächlich noch da. Oh. Sieht jetzt nicht so gesund aus. Sagen wir mal so. Okay. Wir versuchen es einfach mal mit 110 km/h und dann in die Kurve. Mal gucken, ob das vielleicht klappt. Hopsi. Da 10 km/h. Ich krieg die Kurve nicht mehr. Oh Gott. Es sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich gleich mal was ausprobieren, ich habe eine Idee. Aber erstmal. Oh Gott. Dass das noch irgendwie halbwegs alles heile ist, ist ein Wunder gerade. Okay. Wir fahren mal ein Stück geradeaus. Jetzt spawnen wir mal. Bisschen was. Frag mich, ob wir. Oh Gott, nee. Na komm, wir probieren das hier erstmal aus. Gern noch Couch haben. Aber wir lassen mal die Bremsen erstmal dran. Würde ich sagen. Klonen das Ding. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechster. Schadet, glaube ich, nicht. Wir machen einfach mal einen Sechsten mit rein.
Zockst du auch Gran Turismo? Tatsächlich nicht, weil ich keine PlayStation habe. Ich weiß gerade nicht, ob es das für einen PC gab. Ich habe es damals eine alte Variante davon mal gespielt, als ich noch klein war. Das war auch der PlayStation 3, glaube ich, tatsächlich noch. Ach, ich muss ja auch eine Anhängerkupplung anmachen. Towage machen wir ran. Receiverage. Gott, ey. Ich habe auch wirklich super Ideen. 2, 3. Da muss jetzt auch ein Receiver Hitch dran. So. Ich zock zwar kein Gran Turismo, aber ich habe eine lange Zeit Forza Horizon 4 gespielt. Mittlerweile aber auch nicht mehr. Komme ich nicht mehr wirklich zu. Oh fuck. Ein paar Sachen vergessen. Okay. Ich würde behaupten, wir haben genug Anhänger. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anhänger. Ah, ich wollte bessere Reifen ranmachen. Ganz vergessen. Egal, wir fahren erstmal so. Es sieht irgendwie ein bisschen behämmert aus. Wir haben insgesamt 6 Anhänger. Wird wohl nichts passieren. Ich glaube, so kommen wir nicht mehr auf 100. Würde ich jetzt sagen. Ah, es sind schon so ein paar Anhänger. Oh mein Gott. Oh fuck. Ist gerade eine Vollbremse. Ging tatsächlich. Hätte gedacht, das wird schlimmer, das Ganze. Boah. Wir fahren einfach mal hier rein. Hier rum. Oh Gott. Also die Karre ist ein bisschen am struggeln. Aber ansonsten, ich muss einfach sagen, der Minivan ist schon echt heftig. Der hat ganz schön. Der schafft ganz schön. Oh, scheiße! Oh. Naja, hier vorne merken wir noch nicht so viel. Also halb so schnell. Oh, ich sehe es. Wenn ich nach hinten gucke, sehe ich die Anhänger. Gut. Meine Fallbremse bringt nichts. Da kommt der Zug. Wie so ein kleiner Güterzug ist das. Irgendwie witzig. Oh Gott. Ich muss gleich mal hier aussteigen und dann bist du da hinten bei der einen Stelle, wo man da rüberfahren kann und dann will ich das mal von außen mir angucken, wie das Auto vorbeifährt. Oder so. Oh, scheiße! Oh! Versuch mal mit einem ungetunten Pitschen mit den Anhängern anzufahren. Oh Gott, das probieren wir gleich auch mal aus. Und die Sofas noch da, die sind wichtig. Die Anhänger sind nicht mal mehr da. Frech. Ah, wir müssen jetzt mal kurz zu der Einstelle hinkommen, glaube ich. Gott. Das mit dem Pitchen, das wird bestimmt gleich lustig. Ich glaube, die Kupplung verschmort gleich. Wir gucken mal, wie viele Anhänger wir abmachen müssen, bis der Pitchen das gleich ziehen kann. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Okay. Oh Gott. Oh fuck. Ja, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Wie die Karre zurückgezogen wurde. Okay. Wir packen die Kamera mal hier hin. Oh Scheiße, ich habe die Windows-Taste gedrückt. Das wollte ich nicht.
Fullscreen. Sieht so derbe witzig aus. Kann man auch reinzoomen? Nee. So aber. Sieht so witzig aus, ey. Wir müssen mal eben kurz hier Tageszeit einstellen. Muss ein Foto machen, das sieht lustig aus. Oh Gott. Noch mehr Vorschläge. Die ziemlich lustig sind. Versuch mal mit den ganzen anderen schnell durch die Straße zu fahren in West Coast USA. Da wo es. Ja, runter geht's. Das wird, glaube ich, sehr chaotisch. Das müssen wir mal in BeamMP machen. Würde ich sagen. Beste mit ganz vielen Leuten. Das ist ja eigentlich, glaub ich, mal ganz lustig. Oh, das wird jetzt, glaube ich, echt schlimm. Ich sollte am besten erstmal woanders hinfahren. Jetzt wird's spaßig. Der Pigeon kommt jetzt ins Spiel. Viel Leistung hat denn der überhaupt? 31 PS, oh Gott. Das jetzige Auto müsste bestimmt 400-500 PS haben, mindestens. Den Motor mal ein bisschen schreien lassen. Okay, wir machen mal Receiver Hitch dran. Diese Tow Hitch. Oh mein Gott, der Motor. Ja, wann gibt es eigentlich wieder Hunter vs. Runner? Das wollten wir jetzt demnächst mal machen. Das hatte ich vor ein paar, ich glaube vor einer Woche mal gemacht wieder. Aber kamen nicht wirklich viele. Und das große Problem war, die Aufnahme ist korrupt gewesen irgendwie, warum auch immer. Hat mein Aufnahmeprogramm irgendwie nicht ganz so lustig wohl. Heißt deswegen, daraus konnte ich kein Video machen. Ich versuche jetzt sind ja sowieso Ferien, heißt jetzt wollte ich sowieso nochmal wieder ein bisschen mehr sowas machen. Problem ist, nächste Woche kann ich noch. Die Woche danach bin ich auf einem Festival. Deswegen. Da wird dann nichts kommen wahrscheinlich. Auch keine Events. Wir versuchen einfach mal mit insgesamt 6 Anhängern anzufahren mit dem Ebisho Pigeon mit manuellem Getriebe. Wir versuchen es, okay. Okay, die Kupplung können wir schon mal nicht verschwören lassen. Die bewegen sich nicht. Kein Meter. Die Räder drehen einfach nur durch. Dafür habe ich aber eine Idee. Wir modifizieren das Ganze mal eben ein bisschen. Benchen. Wir brauchen erst ein Welded Diff. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Drehen sich beide Räder. Okay. Bessere Reifen können wir anscheinend nicht ranmachen. Aha, Race Rear Tires. Das hört sich ja schon mal besser an.
Jo. Es funktioniert einfach. Es funktioniert. Wenn im Ibisho Pigeon. Zwar mit Race Tires, aber ungetuned. Es funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht, sag ich ehrlich. Das sieht so falsch aus. Ich muss da mal kurz ein Fotomodus ein Foto von machen. Mal kurz die Zeit ändern. Oh mein Gott, sieht das lustig aus. Das sieht mega lustig aus. Darf da eigentlich jeder mitmachen oder nur ausgewählte Leute? Da darf jeder mitmachen. Manchmal, wenn viele Leute dabei sind, das hatten wir tatsächlich auch schon, dann können halt nur die ersten, die als erstes da sind, mitmachen. Aber ich denke, das ist erstmal kein Problem. Ach du Scheiße. Ibisho Pigeon versus Six Trailer. Also, sechs Anhänger. Ach du Scheiße. Ey, dass das klappt, das hätte ich echt nicht gedacht. Dann den ersten. Gibt es Vorschriften wegen Autotune oder so? Das jedes Mal anders so ein bisschen. Das besprechen wir dann immer im Discord. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich mal mit. Wie viele können denn mitmachen? Maximal können 8 Leute auf unserem Server bisher. Wir haben recht ziemlich kleinen BeamMP-Server. Und mein PC macht das auch nicht mit, wenn wir mehr Leute wären. Deswegen. Ich würde gerne mit mehr Leuten machen, aber es klappt einfach leider nicht so. Erstmal zumindest so. Aber wir sind sowieso wahrscheinlich meist immer nur 4, 5 Leute bisher. Wir hatten natürlich auch mal eine Zeit, wo die ganzen Videos, die Clips auf TikTok ziemlich viral gegangen sind davon, von dem Kahan. Und dann sind natürlich extrem viele Leute dabei gewesen. Aber das ist zum Glück jetzt nicht mehr so wirklich so. Heißt, das ist überschaubar. Da kamen wir überhaupt nicht mehr mit hinterher. Unsere PC sowieso nicht. Die kamen überhaupt nicht mehr hinterher. Dann, als es viral ging. Wenn das diese Woche noch etwas werden sollte, hätte ich auch noch Interesse. Das wäre, glaube ich, cool. Ich versuche das mal abzusprechen. Ich denke, diese Woche könnte sogar wirklich klappen. Fällt mir gerade ein. Ich gehe tatsächlich mal vom Wochenende aus, dass es so gegen Wochenende passieren wird. Und dann könnte man Karren machen. Bin immer noch schockiert gerade, dass der Ibisho Pigeon das gerade schafft. Der macht mal eine Vollbremsung. Der Ibisho Pigeon ist eine Maschine. Wir fahren noch mal wieder an. Hier Stop-and-Go-Traffic simulieren könnten wir. Ich glaube, dann wird aber die Kupplung verschmoren. Die Kupplung hält das einfach aus. Ich glaube, ich sollte mit einer 370 Ti und Ryzen 508, 5800X kein Problem haben, oder? Nee, würde ich sagen, nee, damit hast du keine Probleme. Definitiv nicht. Zumindest wenn du in Full HD oder 2K spielst. Ich habe eine 1050 Ti und ein i7 sechste Generation. Also 6700. Müsste das, glaube ich, sein. Und das reicht einfach nicht. Ich spiele zwar in Full HD, aber ich habe einen 4K-Monitor. Eine bessere Vollbremsung als mit dem Van. Ist so. Es ist ein Wunder, dass das so gut funktioniert. Fühlt sich so ein bisschen an wie in Indien. Man müsste sich eigentlich mal ausrechnen, wie viele Tonnen Gewicht das sind. Ich glaube, jedes von so einem Dingern. Ich weiß gar nicht, wie viel das genau ist. Ich glaube 1,2 Tonnen. Das ist so viel Gewicht und das macht er einfach mal so. Ich zock auf 4K meist, aber manchmal wird es knapp. Krass. Respekt. Mein PC schafft das leider nicht. Auf Gridmap geht's tatsächlich. Da kriegt mein PC das hin. Aber mit Stream und so, dann wird es auf jeder Map tatsächlich kritisch. Sogar in Full HD. Und mit niedrigen Einstellungen. Deswegen spiele ich auch gerade nicht auf West Coast, weil das schafft mein PC nicht wirklich mit OBS im Hintergrund. Ja.
Dass der Motor auch nicht überhitzt. Ich meine, okay, wir können zwar nicht schneller als 25 so wirklich fahren, aber trotzdem. Mal gucken, was passiert, wenn wir den mit 24 hinten drauf fahren. Ach du Scheiße. Ja, die Karre hält echt gut durch. Wahrscheinlich fährt er jetzt sogar noch. Also, die Bicho Pigeon ist wirklich ein Meisterwerk. Sogar den Minivan hat er gerade weggeschoben mit den ganzen Anhängern. Also der Minivan ist dafür, der ist echt heile noch dafür, dass er hier gerade gegengedrückt wurde, volle Kanne und so. Und jetzt auf der Seite liegt. Not bad. Crash-Sicherheit ist mit dem Minivan ziemlich gut, aber wobei die Hinterachse sehr unstabil ist. Ach du Scheiße. Ja. Nur Blechschaden, nichts Schlimmes. So ist es. Wir ziehen das mal. Ah, der letzte Anhänger ist aber weit weg. Da ist er. Ziehen das mal ein bisschen zurück alles. Oh. Oh, hör auf, das Auto noch immer umzukippen, Mensch, Anhänger. Frech. Oh Gott, der macht einen Wheelie. Fahren tut er tatsächlich noch. Nur wir haben uns hier so verknotet gerade. Und ich glaube, die Achse ist vorne ein bisschen schief, habe ich das Gefühl. Tatsache, denkt gar nicht mehr vorne. Aber er schafft es noch, das Ding zu ziehen. Ich habe eine Idee. Ups. Nichts passiert. Oh Gott. Ob wir da jetzt rumkommen? Ach, vom Lenkwinkel her passt es einfach nicht. Könnte. Klappen. Okay, wenn man so im Kreis haben möchte, klappt das irgendwie nicht ganz so gut. Warum streamst du nicht auf Twitch? Ich glaube, da sind mehr Zuschauer. Twitch hat so ein paar Vorschriften, die ich nicht so gerne mag. Und gleichzeitig. Ich habe zwar, um auf YouTube zu monetarisieren, fangen wir mal so an, braucht man insgesamt 1000 Abonnenten und 4000 Watchtime-Hours. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe meine 1000 Abonnenten voll, aber die 4000 Watchtime-Hours noch nicht. Wenn ich Livestreams mache und da so ein paar interessante Sachen drin mache, das kriegt total viele Aufrufe, im Nachhinein sogar noch. Und das habe ich halt mit Twitch nicht. Ich habe auch mal drüber über Twitch nachgedacht. Ich habe auch damals tatsächlich auf Twitch gestreamt, aber ich bin jetzt tatsächlich erstmal auf YouTube so geblieben. Vielleicht switche ich später nochmal zu Twitch irgendwann, aber vor allen Dingen jetzt mit den ganzen Vorschriften hier mit der Werbung und so, was da jetzt gerade alles neu gekommen ist, ist das ziemlich beschissen einfach, muss man einfach sagen. Arme Kupplung. Was ich bei Twitch aber zum Beispiel gut finden würde, wäre eigentlich, also was geil wäre, wenn ich auf Twitch gehen würde und da Affiliate wäre. Könnte ich zum Beispiel Amazon Prime Subs und sowas bekommen, das wäre natürlich wieder von Vorteil.
Aber erstmal bleiben wir auf YouTube erstmal. Und dann gucke ich mal, wie sich das jetzt mit Twitch mit der Situation da entwickelt. Und dann gucken wir einfach mal, ob ich vielleicht auf Twitch rüber switche zum Stream. Oder ob ich erstmal auf YouTube bleibe. Ob ich danach dann auf YouTube bleibe. Jetzt bleibe ich natürlich erstmal auf YouTube. Gefällt mir auch ganz gut. Vor allen Dingen, jetzt sind viele von meinen normalen Zuschauern alle hier auf YouTube. Deswegen, das funktioniert so ganz gut. Gut. Kupplung ist zwar heiß geworden gerade, hat aber Ewigkeiten gedauert. Und das Ding fährt schon wieder. Oder Kick. Ich habe, glaube ich. Ich habe mal eine Abfrage, eine Umfrage tatsächlich auf meinem Discord gemacht. Die meisten wollen lieber, dass ich auf YouTube weiter streame. Die sind irgendwie alle gegen Kick. Ich habe zwar Kick, aber ich habe da bisher nichts gemacht. Warum kann man hier nicht Donations schicken? Beziehungsweise ich sehe nichts. Ich überlege gerade, wie kann ich das nochmal einrichten? Ich wollte das nochmal einrichten demnächst. Tatsächlich. Das würde glaube ich, Sinn machen. Ich kann das tatsächlich auf dem MacBook nebenbei mal machen. Mal kurz selber gucken. Ah, nee, kann ich nicht. Ich muss dafür auf das auf OBS zugreifen können. Oh Gott, ich glaube, das knallt. Ups. Oh. Okay, wenn man einen Unfall hat mit den 10.000 Anhängern, ist glaube ich nicht so gut. Ups, was habe ich gemacht? Ich tapp mal eben ganz kurz raus, dann gucke ich mal eben ganz kurz hier. Drück mal auf Plus. Ich guck mal eben ganz kurz hier was. Contribute. Ach, ich kann das gar nicht aussprechen mehr. Ah, tatsächlich. Also, ich muss irgendeine andere Website dafür benutzen. Diese kann man von YouTube zum Beispiel, aber das muss ich erst freischalten. Directly by using Third-Party Provider. Dann ganz kurz gucken, welche Seite kann man denn dafür nochmal benutzen. Ich hatte mal eine Seite für Donations und so. Die war von OBS selbst, glaube ich. Ich glaube, von Streamlabs war das mal eben. Tippy Stream war das. Ah, danke. Genau, da hatte ich das tatsächlich sogar eingerichtet. Warte ich mal, ich muss es nur wieder aktivieren. Ich hatte mal die ganzen Programme halt durchgeswitcht. Ich hatte Streamlabs mal benutzt. Streamlabs OBS. Jetzt habe ich OBS Studio gerade. Deswegen habe ich das alles nicht mehr eingerichtet. Ich habe das alles spontan, ziemlich spontan gemacht. Muss ich mal kurz mit dem richtigen Account einloggen. Made by John Gaming. Oh, meine Stimme. Oh, ich gebe gerade auf. Allow. Can't login, Kappa. Was ist der Unterschied? Du kannst bei normalem OBS kannst du, glaube ich, mehr einstellen. Hast mehr manuelle Einstellmöglichkeiten. Donation Page. Wir richten das mal eben alles hier einfach mal ein, würde ich sagen. Jetzt so on stream gerade. Made by John Gaming. Machen wir mal Country Germany. Ich glaube, ich komme aus Deutschland, bin ich der Meinung. Germany. Ach, die Flagge im Hintergrund ein bisschen was anderes. Currency. Euros. Accept everything. Activate my account. Classic Donations. Jetzt muss ich mal ganz kurz bei YouTube das in die Beschreibung reinmachen. Ich weiß nicht, ob man das gleich live sieht. Oder ich schicke es, glaube ich, noch nicht rein. Ansonsten, glaube ich, doof. Donation Page, Settings. Ich muss mal kurz meinen Account wechseln am besten damit. So, Made by John Gaming. Habe ich überhaupt noch irgendwo ein Foto, ein Profilbild? Tatsächlich irgendwie nichts. Nur das weiße Made by John Profilbild, egal. Das wird, glaube ich, erstmal reichen. Minimum Amount, Leaderboard, Activate Leaderboard,
Activate Media Player. Ich glaube, das ist lustig. Das wird, glaube ich, lustig. Machen wir mal YouTube Studio. Und dann Settings nochmal eben ganz kurz hier. Mach den Link jetzt mal in die Beschreibung schon mal rein. Die Alertbox, die muss ich gleich nochmal hinzufügen. Stream Elements gibt es auch noch, ja, das kenne ich auch tatsächlich. Ja, ich bin so ein bisschen mit OBS Studio irgendwie aufgewachsen. So mäßig. Deswegen irgendwie gefällt mir das bisher am besten. Auch wenn natürlich Streamlabs, muss ich ehrlich sagen, total geil ist, weil man halt alles, ist alles so simpel einzurichten. Aber man hat halt nicht diese ganzen erweiterten Funktionen. Glaube ich zumindest, so war das. Es wird ganz schön warm hier in meinem Zimmer, muss ich ehrlich sagen. Weil das halt, sich hier ziemlich schnell alles aufheizt. Donations. Boah, so upgrade, updaten. Mouse safe, Alertbox, V1. V1, so. New Alertbox. Save Widget. Wir machen mal eben ganz kurz alles ganz normal. Wo ist die? Click to select. Dann muss ich mal kurz in OBS reingehen. Das war, glaube ich, Browser. Alert, so. Positionieren wir hier mal. Wir müssen mal gucken, wo wir das positionieren. Ob wir das in der Mitte irgendwie positionieren oder. Positionier es mal in der Mitte. Und dann gucke ich mal ganz kurz, wo ist denn das? Gewählt Subscribers. Simulate a donation. Accept all. Tatsache. Wo kann man die Lautstärke davon nochmal einstellen, ist die Frage. Muss ich das bei Tippy Stream einstellen oder kann ich das hier? Ja, ich muss es bei Tippy Stream anscheinend einstellen. Wie hast du es eigentlich geschafft, deine ersten 100 bzw. 1000 Follower zu machen? Also, die ersten 100 ungefähr. Viele Videos sind jetzt auf, glaube ich, auf nicht gelistet, aber wenn man jetzt GTA-Playlist macht. Ich habe, glaube ich, viele von meinen anderen, von meinem Vlog-Kanal mitgenommen. Da hatte ich ja erst Gaming-Videos hochgeladen. Das waren aber definitiv, glaube ich, keine 100. Ich habe immer versucht, eigentlich ziemlich lustige GTA-Videos zu machen. Hat nicht funktioniert. Ich habe mal ein Bemelje-Video versucht, hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, ich konzentriere mich mal lieber auf meine anderen Kanäle. Ich habe ja noch zwei weitere. Den Vlog-Kanal, wo ich sowieso selten gerade was hochlade. Und den englischen Kanal. Auf den habe ich mich voll konzentriert. Hat auch was gebracht. Warte, wo ist denn der? Zum Beispiel den Rucksack hier, den habe ich von der Firma zugeschickt bekommen aus New York. Da muss ich auch noch ein Video drüber machen. Der hat zwar nur 600 Abonnenten, aber tatsächlich bekommt man sowas. Und was wollte ich sagen? Um wirklich und auf die 1000 gekommen, bin ich tatsächlich durch TikTok-Clips. Ich habe immer aus meinen Videos, das war immer ziemlich lustig, wenn wir Bemelje zusammengespielt haben, ich und ein Kumpel. Und daraus habe ich dann Clips gemacht für TikTok und da immer so ein bisschen rumexperimentiert und dann auch meinen YouTube-Kanal da bei TikTok verlinkt. Und da sind wirklich extrem viele Leute herübergekommen. Dazwischen war aber ungefähr, glaube ich, ein halbes Jahr oder Jahr Pause tatsächlich, weil ich mich auf die anderen Kanäle konzentriert habe. Und habe ich gedacht, ich mache lieber erstmal die anderen weiter, bis irgendwann ein guter Zeitpunkt kommt, wo ich auch die Bemelje-Videos weitermachen kann oder GTA-Videos, je nachdem, was als erstes Erfolg hat, so. Und tatsächlich hat das, glaube ich, ein halbes Jahr später oder so, haben die Bemelje-Videos halt deswegen auch ordentlich Aufrufe wegen TikTok bekommen. Und deswegen, so mache ich weiter, ich experimentiere ein bisschen rum.
Ich habe so einen richtigen Hype auf TikTok im Prinzip kurzzeitig gehabt. Jo, mich inklusive. Oh ja. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist total heftig. Es ist echt krass. Das ging auch richtig schnell. Ich glaube, ein paar Monate, dann war ich auf 1000, bin ich jetzt bei 1200. Das ist echt noch gar nicht so lange her. Ich glaube, im Januar oder Februar ging das richtig ab. Das ist echt, das ist mega heftig. Donations sollten jetzt, glaube ich, tatsächlich aktiviert sein. Ach, ich habe jetzt, habe ich die Seite geschlossen? Nö. Analytics, das wollte ich öffnen. Kann man hier irgendwo auch nochmal? Wait. Warte, ich muss aber hier andere Sachen, glaube ich, noch aktivieren. Ich bin noch gar nicht auf die Seite raufgegangen, fällt mir gerade ein. Moin, so spät noch live. Ja, tatsächlich. Hab ja Ferien, deswegen, das ist das Gute. Ich habe auch erst gedacht, na, ob das ein bisschen spät ist, jetzt noch live zu gehen, aber ich habe gedacht, lieber jetzt live gehen, als gar nicht live gehen. This donation page is not configured yet. Ja, sehr gut. Activated. Mastercard. You must select one more payment method. Ah, ist ja aktiviert. Gott. Gehst du noch zur Schule? Ich bin gerade fertig mit Schule tatsächlich. Dann heißt gerade Ausbildung suchen, sagen wir mal so. Aber das Problem ist, ich möchte halt was mit Videoschnitt machen. Problem ist, das große Problem an der Sache. Ich wohne am Arsch der Welt und hier gibt es nichts in der Gegend, wo man das so wirklich machen kann. Ach du Scheiße. Nationality, Birthday. Ja, wir machen erstmal nur PayPal-Donations an. Vielleicht geht's ja jetzt. Oh, Tatsache. Funktioniert. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, ob ich das. Ob wir die Seite kopieren können. Mein bei Tippy Stream auf dem MacBook einloggen. Weil dann habe ich das dann, weil ich bin ja Beamenji. Also ich bin jetzt wieder Beamenji. Ansonsten funktioniert das nicht. Machen wir mal eben ganz kurz. Ich sehe jetzt den Chat natürlich kurz mal ein paar Sekunden, ne? Dann machen wir wieder Fullscreen. Bei mir ist Fenstermodus gerade, deswegen. Okay, Events in Real Time. Kann man beim MacBook nochmal die Fenster teilen? Also wirklich. Also, dass das zwei Fenster sind. Also ich habe jetzt noch ein Jahr und dann endlich fertig mit Schule. Ja, das ist nice. Boah, ich mach gleich mal Fenster auf. Wo würdest du gerne eine Ausbildung machen, wenn du in der Nähe wohnen würdest? Ah, wahrscheinlich denke ich. Also wenn du Firma meinst, gute Frage. Was für eine Firma ich das gerne machen würde. Ist auf jeden Fall, was gut wäre, wäre natürlich Medienbetrieb. Also was mit Videos natürlich. Aber welche Firma ist mir schon fast egal. Hauptsache es hat wirklich. Hauptsache es macht mir Spaß. Also, was vielleicht mit Werbefilm oder sowas. Oder Filmbranche wäre auch noch heftig. Aber. Ja. Zwei Semestern, wenn alles gut läuft, habe ich meinen Bachelor. Oh, das ist heftig. Das ist richtig nice. Respekt. Warte, ich habe mir ein paar Ideen aufgeschrieben, glaube ich, was man noch so machen kann. Ah, so kann ich den Chat. Der Chat ist wichtig.
Events. Okay. Hab jetzt auch bis Oktober Semesterferien, aber keine Ahnung, was ich machen soll in der Zeit. Das glaube ich. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen Ferien. Das ist so sau langweilig eigentlich. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, mit dem man was machen konnte, immer, der ist in den USA gerade, der ist in Los Angeles. Dem habe ich heute auch telefoniert, gerade vorm Livestream. Und der andere Kumpel, die sind halt alle irgendwie beschäftigt gerade. Wir gehen jetzt zum Glück, ich gehe mit, ich gehe ja jetzt nächste Woche, ja, nächste Woche gehe ich auf ein Festival. Da sind zum Glück auch zwei von meinen Kumpels. Heißt, es wird ziemlich lustig. Aber ansonsten ist es halt, ich versuche möglichst viele Videos zu produzieren. Aber ansonsten kann ich halt auch nicht viel irgendwie machen. Das ist immer so mega langweilig. Auch wenn es natürlich toller so ist. Also mir gefällt es lieber, wenn ich frei habe natürlich. Weil ich dann halt das machen kann, was ich gerne mache. Und mir nicht von irgendeinem Lehrer noch was zu sagen lassen habe. So mäßig. Aber es ist halt langweilig. Ich würde halt gerne irgendwo hinfahren oder sowas. Aber ja. Kann ich auch nicht machen, leider. Ja, komm, wir ziehen mal diese. Ziehen wir die so. Ach, wir lassen die Sofas da stehen, das passt schon. Wir fahren einfach mal los. Mein Energy ist leer. Ich glaube, ich hole mir gleich mal noch was Neues zu trinken. Boah. Hat ziemlich geknallt. Ich will gleich mal die Stabilität von der Hinterachse testen. Wie auch immer wir das herausfinden. Görkem G-A-Wein. Ey, das würden auch meine Freunde schreiben, ey, wirklich. Ja. Hab hier nichts stehen. Ich hole mir mal was zu trinken. Mute mich mal ganz kurz. Heißt, ich bin sofort wieder da. Bis gleich. C läuft, noch mal leise. Kann ich übers Handy steuern. Ich habe die Kopfhörer mitgenommen. Heißt, ich konnte schön hören, was läuft. Fand ich gerade ganz lustig. Ich glaube, ich muss noch mal irgendeinen lustigen Donation-Sound mehr raussuchen. Wäre bestimmt lustig. Muss sich auch lohnen, wenn jemand donatet, oder? Ist aber schon schlimm genug, dass Media Player aktiviert. Das heißt, wenn jemand was donatet zum Beispiel, dann kann man auch, glaube ich, Sachen abspielen, wenn ich mich nicht täusche. Also ich habe es auf jeden Fall aktiviert. Eigentlich müsste ich mal IRL-Streams machen. Das ist bestimmt witzig. Dann irgendwo rumlaufen, wo viele Leute sind und dann, dass da irgendjemand irgendwas Schlimmes anmacht. Das habe ich ja auch schon in den USA ganz oft gesehen. Hat einer hier, das war so ein, es hatte arabische Wurzeln. Das war gerade nach den ganzen Anschlägen so mäßig alles gerade. Also da war sehr viel mit Anschlägen. Heißt, die Leute waren da alle so ein bisschen, hatten ein bisschen Angst, sagen wir mal so. Und dann ist er irgendwo in den Laden reingegangen mit Donations, IRL-Stream. Und da hat irgendjemand gemacht mit C4 has been planted und sowas und so ein Piepen und so ein Timer halt, dass die Bombe gleich explodiert. Und damit hat er so eine kleine Massenpanik ausgelöst. Ja, da hat er mit der Polizei ein bisschen Probleme bekommen, sagen wir mal so. Der wusste, was ist der? Er sitzt jetzt hinter schwedischen Gardinen, habe ich mir sagen lassen. Kirkem, Essen ausliefern.
Sowas habe ich keinen Bock. Vielleicht arbeite ich bei Rolls-Royce. Ja, das wäre gut. Wir müssen alle oben anfangen, ganz oben. Das ist das Wichtige. Hier einen Scheiß auf Pizza liefern oder so. Oder am Flughafen. Gleich als Pilot anfangen. Oh, das knallt. Oh. Der Unfall hat meine Gehörzellen wieder aktiviert. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich wollte gucken, was die Hinterachse aushält. Oh. Ich glaube, wir haben uns festgefahren. Ah, passt. Nee, passt doch nicht. Ah, Respawn, Mensch. Immer kaputt, die Karre. Ach ja, Hinterachse. Wir driften mal durch den Graben hier und dann gucken wir mal, was passiert. Oh Gott. Bei normalen Auto hält die Hinterachse das aus, bei ihm hier aber anscheinend auch tatsächlich gerade. Oh, das Lenkrad wird sich jetzt drehen. Ja, studiere Luftfahrttechnik und Luftfahrtmanagement. Boah. Ja, ich mache bei Twitter mit Mast mein Praktikum. Ey, das. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, dass man irgendwie nur eine limitierte Anzahl von Posts sich auf Twitter angucken kann. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen krass. Also, das ist ein bisschen extrem, Twitter. Ach, jetzt läuft so eine hier No Copyright Sound Playlist die ganze Zeit weiter. Oh fuck, ich muss nach Hause. Also, Twitter wird immer absurder. Das ist echt richtig krass. Und ich glaube, 300 Posts kann man sich durchlesen und wenn man sich aber mal, dann kann man keine mehr sich angucken. Außer man ist Premium-User, dann kann man sich, glaube ich, 600 angucken. So war das, glaube ich. Aber wenn man mal bedenkt, wie wenig 300 ist, wenn man den ganzen Tag sich das anguckt, schon krass. Bisschen wenig. Vor allen Dingen überhaupt so eine Funktion einzurichten. Wie kommt man auf sowas? Das ist gut. Ich sehe schon den Copyright Strike wieder. Das Video wird wieder geclaimed. Meinungsfreiheit und so. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Man muss doch irgendwas gegen Elon Musk twittern. Mal gucken, wie schnell man gebannt wird. Ja, ich finde den nicht so toll. Zack, gebannt. Mal kurz was gucken. Erstmal hier eine Antwort nach WhatsApp gerade. Meine. Ja, ich habe meine Tesla V8 geswappt, Mann. Ja. Wenn die das da posten, ich glaube, dann wäre er sofort weg. Ups. Ich finde das auch ganz lustig, wo sie den Tesla V8 geswappt haben. So an sich. War ziemlich witzig. Ich glaube, wir switchen gleich mal eben. Das was? Nee, das weiß ich nicht.
Wir machen gleich mal was. Ich gehe gleich mal auf YouTube. Ich will mir mal ein Video angucken. Ich habe gemerkt, dass viele von meinen Zuschauern noch nicht so, sagen wir mal so, das Allgemeinwissen haben über gewisse YouTuber, die es gibt, die ziemlich lustig sind. Ah, vielleicht kennt das ein. Ich denke, dass es viele von euch tatsächlich kennen. Aber vielleicht auch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ganz vergessen, dass ich gar keine Anhänger hinten dran habe. Heißt, wir switchen gleich von Beamenji zu Let's Play Chrome. Und dann gucken wir mal. Ich muss gleich aber wie heißt das? Ignognito. Ich kann es nicht aussprechen mehr. Ignognito Tab aufmachen. Ansonsten sieht man ja mal die ganzen Pornos, Kappa. So. Oder wir machen gleich. Ach, wir machen einfach mal so. Wir gucken mal. Wird da schon nichts Schlimmes dabei sein? So, noch ein Test hier von der Hinterachse. Ah, nichts passiert. Fährt noch wie eine 1 das Auto. Was passiert eigentlich hier gegen Drift? Ah, nichts, okay. Moin Leute, Standard am Start. Heute ein neues Fortnite, ein Fortnite-Update und alles ist in den Nebel gehüllt. So ein YouTube-Video gucken wir gleich. Nee, ich spoiler schon mal, es ist ein YouTuber aus den USA. Den einen kennen einige, denke ich. Den anderen wahrscheinlich nicht. Machen beide sehr ähnlichen Content. Oh, fuck. Beamen schließen. Musik pausieren. Und dann Ignotico Modus. Brauchen wir Ignotico? Ach, ich kann das echt nicht sprechen. Neuer Tab so. Geh mal auf YouTube. Dann ganz kurz den Account. Mal ganz kurz gucken. Nichts Spezielles dabei, okay. Jetzt machen ist Spielaufnahme aus. Und dann Insta. Chrome. Ja, super. Transformieren. Ah, jetzt ist richtig. Okay, es wird mir sogar gelb angezeigt hier. Kurz mal den Verlauf löschen. Besser ist es, ne? Das ist ein guter, cooler YouTuber, weil ich will mal Kurz mal mich den selbst. Verlauf löschen. Besser ist es, ne? Das ist ein guter YouTuber, Subscriber Only Mode. Ach weil ja, ich habe will ich ja mal mich angemacht. selbst Verlauf löschen. Besser ist es, ne? Donation. Ja. Ihr wisst ja, die Donations fangen erst bei 2.000 € an, Kappa. Oh, da kann man kann aber viele neue da reinmachen. Naja, egal, das ist nicht, was ich euch zeigen wollte. Was ich zeigen wollte. Ah, Whistlin' Diesel erstmal. Whistlin' Diesel kennen ja einige von. Ich weiß, ich kenne einige von der Whistlin' Diesel. Er macht ja mal so ein paar spezielle Sachen, sagen wir mal so. Hier mit Tesla, mit den tollen Reifen und so. Warte, 400k Ferrari just to destroy it. Oh, das Helikopter-Video, das glaube ich, das. Falls ihr den noch nicht kennt, dann gucken wir uns gleich mal ein schönes Video an. Glaube nicht. Gucken wir jetzt mal ein schönes Video an. Eigentlich an sich, das macht immer
Kauft sich Autos und zerstört die im Prinzip einfach. Leider auch ein Nissan Skyline und sowas. Aber das Schulbus, das ist auch lustig. Aber letztens hat er sich einen Helikopter gekauft. Ist schon 6 Monate her. Gucken ist das Ganze mal an. Ich weiß nicht, ob es. Muss ganz kurz gucken, ob die Lautstärke stimmt. Ja, anscheinend wohl ja. This has been a success. Ist auf jeden Fall ein sehr spezieller YouTuber. So, Monster Energy habe ich hier irgendwo noch stehen. Den habe ich mal getrunken. War sehr lecker. Gibt's nur in den USA. Ich spule mal ein bisschen vor. Ja, interessant, natürlich. Ist noch nicht der interessante Teil. Wir spulen mal zum absoluten. Oh ne. Vorschlag mit Facecam auf unsympathisch TV reagieren. Ich muss gleich mal gucken. Er ist auch wirklich badass. Was er alles macht. Okay, run me down on it. Clear the safe zone, everyone. Please clear the safe zone. We are initiating testing frequency 926 Joe November 597 Julie Delta. Flight attendants, please prepare the cabin for departure. Cross check and I'll call. What you're about to hear is similar to. It literally sounds like an F-16 fighter jet. Ist das der Typ, der einen Bentley in einen Monster Truck umgebaut hat? Ich glaube nicht. November 597 Juliet Delta, prepare for takeoff. Flight attendants, please prepare the cabin for departure. Cross check and I'll call. If it happens, duck. Don't just stare at it and hold your hands up. I'm so nervous. This is awesome. This is like the. Was ich nochmal sagen wollte: Den fliegen die da drinne, also in der Halle, damit hier wie heißen die nochmal, die Flugbehörden nichts machen, weil er darf das ja nicht fliegen ohne Flugerlaubnis. Deswegen fliegt er das in der Halle. Muss man sich mal vorstellen. Also mein Gesetz, die Grauzone, mein Betreten hat er. This is amazing. So in the real world, when you take off, you're not at full throttle. Yeah, yeah, I know how to fly it. Spoiler, das wird teuer. Ja, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, immer eine super Idee, macht man ja immer regelmäßig einfach in so einer großen Halle einfach den Helikopter drinnen starten und gucken, was passiert. Er macht. Ach ja, hier kommt der Lust, noch ein lustiger Teil. Push one pedal all the way down. I'm gonna try this one more time. We have some casters on the bottom, so that the rudders are flipped and switched and alternated. So what's gonna do is. Wie kann man sich so darüber freuen, dass man gerade seine Halle kaputt gemacht hat? Vor allen Dingen die Halle ist neu. Ich weiß es nicht, aber er hat Geld. Er kann sich das leisten.
Alter. Vor allem, wie scheiße gefährlich das einfach ist, was die da machen. Jetzt haben sie den oben. Das ist das Dümmste, was man, glaube ich, machen kann. Ja, ist auf jeden Fall extrem, sagen wir mal so. Aber ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich viel Geld hätte, ich würde wahrscheinlich auch auf so eine dumme Idee kommen, ey. Einfach nur, um herauszufinden, was dann passiert, wenn man sowas macht. Ja. Wie man merkt, er ist sehr speziell da drin, ne? Er ist wirklich speziell in sowas. Und wirklich extrem speziell. Was er auch gemacht hat, er hat sich einen Schulbus gekauft, einen gelben. Also die guten amerikanischen Schulbusse. Und ja, hat damit scheiße gebaut. Warum Frauen länger leben als Männer? Also ist es, genau so ist es. Deswegen, das ist echt extrem. Ich glaube, ich darf vorspulen, kommt irgendwie Sponsored-Segment und sowas noch. Irgendwo gesagt, er darf legalerweise damit nicht rumfahren. Weil die Schulkinder sonst ja denken könnten, das ist ein echter Schulbus. Dass ich eine gelbe Weste angezogen und gesagt, jetzt ist es now it's legal. Kommt, glaube ich, hier. I googled it and it's actually illegal to drive a yellow bus on the road because kids could mistake you for an actual school bus teacher. But that's okay because everything's legal with high-vis vest. Beam Machine Real Life, da kommt gleich noch ein geiles Video. Also es ist auf jeden Fall sowieso Beam Machine Real Life einfach. Und da gibt's noch einen YouTuber, der macht, auch Beam Machine Real Life, das gucken wir uns gleich an. Aber erstmal den Schulbus, ist bestimmt lustig. Würde ich auch gerne mal machen. Die sind einfach fast in den Graben gefahren. Alright, what's that down there? Is that a river? There is a bridge down there that goes under a highway. So we're gonna try to at least get under that bridge so everyone driving over the highway is like, dude, there's a school bus over there. Oh. Ich glaube, das ging schief. Spur mal vor. Lebensmüde. Absolut. Passt das ganz gut zusammen. Der richtig lebensmüde Teil kommt noch. Also, wie man sieht, hier im Trecker. Die haben irgendwas aufs Gaspedal gepackt und so ist es die ganze Zeit beschleunigt, haben den ja hochgehoben und gleich lassen sie ihn einfach runter und fahren mit dem Quad nebenher.
Und die Dummies sitzen da auch drin. Wenn ich vorstellen darf, BeamNG in Real Life. Es geht gleich aber noch schief. Ich kenne das Video schon. Boah. Ungefähr 60, 70 km/h sind das. Also 40 Meilen pro Stunde. Oh, jetzt kommt der Teil, wo es schief geht. Der Knall, ey. Was ein Knall. Oh my God. This is, oh my God. No, I was running as fast as I could. Yep. Oh my God. You think it's on fire? Maybe. There's a fire extinguisher up there. Here, come on, hurry. I can't stop it. It's still going. All right. It won't stop. Go. Oh my God. Look at the motor. It's like almost out. Oh my God. It literally says 666 on the radiator. Anyways, it was tuned from the start. I kind of wish I was standing right here or like leaning up against a tree when it. Ja, auf jeden Fall hat der ganze Bus zerstört. Würde ich mal so sagen. Das hat gesessen, das würde ich auch sagen. Hey, spielst du heute noch BeamNG? Wahrscheinlich leider nicht mehr. Ich gehe, denke ich, nachdem ich jetzt hier zwei, drei Videos geguckt habe, auf. Ja. Nathan Carhu. Der auch ein paar spezielle Dinge. I wasted $3,000 filming this video. Ah, welches gucken wir denn da? I made my car fly. Das ist sogar viral gegangen, die Clips davon. Also es gab da so ein paar kleine TikTok-Reels und sowas, die sind ein bisschen viral gegangen. Ja. Gucken wir uns mal an. Warte mal. Ups. Den Teil mit dem Driften hier habe ich auch schon gemacht. Dem muss ich folgen, aber sowas von. Oh ja. Ey, ich liebe so eine Clips. Aber das ist ein bisschen eklig, was er jetzt macht. Er fährt einfach mit dem Fuß, Alter. War ja das mit dem Tesla auch. Whistlin' Diesel hat das mit dem Tesla gemacht, mit den Holzrädern. Das hat er gemacht. Diese großen. Aber ein V8-Swap hat er nicht gemacht, das war jemand anders. Ja, können wir ein bisschen vorspulen. Was muss der andere sich da denken? Wenn er so fährt. What a weird guy. Ah, schnell vorspulen, ey. Habe ich auch schon gemacht. Kann man super auf nasser Straße mit schlechten Reifen machen. Wie kommt man drauf? Das frage ich mich auch. Bro, it's bad now. Bro, I was gonna sell this after. Man, I fixed it. It's all good. Ja, wenn man sich da verschätzt.
wie er gerade so ein bisschen. Hat mal die Arschkarte. Ey, saugefährlich. Alter. Pisst einfach hin. Während der Film. Der Kameramann. Ich warte auf den Crash. Am Ende kommt auf jeden Fall, also erstmal, es kommen noch Jumps. Es kommen noch richtig dumme Sachen, wo er durch ein Gebüsch fährt. Und es kommt auch nochmal ein richtiger Crash. Fährt einfach über Fußgängerweg. Durch den Park. State of Washington. Search warrant. Oh, that makes so much sense. Wäre eine Knarre da drin. Car Trail. Ey, sowas kann man nicht in Deutschland machen. Das ist da wirklich, da würde ich auch nicht empfehlen, den USA zu machen eigentlich. Aber er macht's einfach. Die Amis sind auch einfach anders, das stimmt. Absolut. Also muss man sich jetzt einfach mal vorstellen, er fährt gerade mit einem Auto durch irgendwo durch einen Park. Mit einem Auto. Durch einen Park. Butzbach. Erwachsenenvollzug. Ja, so endet man, wenn man es in Deutschland macht. Hat nicht geklappt. Oh. Ja, aus dem Fenster guckt. Das ist Sachbeschädigung vom Allerfeinsten. Klebt sogar noch unten dran am Auspuff. Spul mal ein bisschen vor. Oh, jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt kommt der spaßige Teil. Ach du Scheiße. Ich glaube, jetzt kommt sogar der Crash noch. Ja, das ist der Crash. Einfach gegen Strommast geknallt. Alter. Security, bro, we're screwed. Dude, that's so high off the ground. Alter. Er fährt weiter. So richtig beamish ist da, ist halt ein Kratzer. He's driving that bitch.
It's a good car, man. Da kann man einfach sagen, another day in America. Er fährt so weiter. Drags a little bit. Ja, bisschen. Ja, Nathan Carhu. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Oh Gott, ey. Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt den Stream. Kommt ja jetzt nichts mehr wirklich. Ist auch 2 Uhr gleich. Ich kann noch ein bisschen Video schneiden. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Beamagy-Stream oder vielleicht auch beim Carhunt oder so. Vielleicht ist das bis dahin ja schon der Fall. Ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach im nächsten Livestream. Sagen, bis